Stefanie, Stefanie, bist du da drin? Stefanie! Oh, Stefanie, wo bist du denn? Huch, ach Gottchen, wo bist du denn? Huch, ach Gottchen, jetzt hast du mich aber erschreckt, du Gänschen. Ja. Oh, was schreibst du denn da? Oh, ich schreibe über all die Lieder, die wir in Lazytown singen, weißt du? Ach ja, wir sind hier schon sehr musikalisch, nicht wahr? Bing, bang, dingel, dingel, du. Bing, bang, dingel, dingel, du. Ich würde gern wissen, was dein Lieblingslied ist. Mein Lieblingslied? Also mir hat immer das eine Lied gefallen, das du gesungen hast, über Zusammenarbeit im Team. Tja, wie hieß dieses Lied nochmal? Du meinst Teamwork. Ah, so heißt es. Äste am Baum, Bläschen im Schaum. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Frag doch einfach alle hier in Lazytown, was ihr Lieblingslied ist. Oh, klasse, Onkel. Das ist eine tolle Idee. Oh. Danke. Huch, ich frag mich, was da wohl herauskommt. Was? Hier gibt's Eis? Oh, ist das echt? Kann man das essen? Krieg ich das bloß da runter? Hey, Siggi. Ich wollte dich was fragen. Hast du denn hier in Lazytown irgendein Lieblingslied? Jetzt weiß ich's. Das eine über den Kuchen mit der Glasur und dem Zuckerguss. Und das ging doch irgendwie so. Sich den Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Zuckersüße Torte, ein Anblick, den ich mag. Mir fehlen glatt die Worte bei so viel auf einen Schlag. Die Zutaten geb ich hinein, der Rest bleibt dann für mich. Es muss ja nicht zu viel drin sein, im Teig verteilt es sich. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bringt doch mal die Backanleitung her. In der Küche zuzupacken ist abenteuerlich. Und so ist auch das Backen eine Wissenschaft für sich. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bring doch mal die Backanleitung her. Dass der Teig gelingt, das wollen wir unbedingt. Das waren noch Zeiten. Ja. Hey,
Sag mal, die anderen Kinder haben doch sicher auch Lieblingslieder. Na klar, ich gehe gleich los und frag Trix. Ich frag Pixel. Okay, okay, beeil dich. Wieso fragen die nicht mich, was mein Lieblingslied ist? Ich bin so musikalisch wie die anderen auch. Was? Nein, heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. So sieht's aus, nicht mein Tag. Pixel! Stefanie, Videosystem ist online. Ups, das muss ich einstellen. Da ist sie ja. Stefanie, hi. Hi. Wir fragen alle Kinder hier in Lazy Town nach ihren Lieblingsliedern. Bei mir ist das einfach. Ich hab's sogar auf meinem Computer. Ich dreh mal voll auf. Mir geht's gut, bewege ich mich. Bing, bang, bang, ich bin fit bis ins Mark. Spring hoch, dann regst du dich. Fühlst du dich groß und stark. Ist doch egal. Wenn dieser Balk findet, das wäre das beste Lied. Ich nicht. Ich nicht. Und ganz bestimmt werde ich... Endlich die letzte Karte. Trixi, 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 Trixi! Das war knapp. Fast schon ein bisschen zu knapp. Ja. Hey, Sigi, was wird denn das? Mach das nicht. Nein! Bitte nicht! Oh, ein ganzer Tag Arbeit, futsch! Ich und Stefanie, wir wollten dich fragen, ob du in Lazy Town ein Lieblingslied hast. Ein Lieblingslied? Na klar, hab ich ein Lieblingslied. Und welches? Es ist voller Abenteuer. Oh, ja? Und auch Spannung. Und auch ein wenig Gefahr. Das hört sich gar nicht gut an. Ah, ja? Es ist ein Lied, das schleicht sich langsam an dich an. Und dann macht's Buh! Etwas scheint sich dort zu regen. Ist dir irgendwer zugegen? Sollte sich da was bewegen und sich auf dein Kissen legen? Psst! Du willst nicht ahnen, doch du weißt mehr. Gespenster kommen ziemlich dreist her. Wenn Teddy schläft, die Max heißt er. Nachts wird zu einem Geist er. Jetzt lachst du.
Gruselied. Ach, echt? Oh. Und was ist Pixels, hä? Also, er steht auf, keiner trödelt in Lazy Town. Ah, ja, los, Sportakus! Schu, 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 schu! Hey! Ich frag meinen Sportakus, was sein Lieblingslied ist. Ja! Und ja. ich frag, Meini! Ja, genau! Ja! Oh, ja, okay, ja! Wir sehen uns! Meini! Hey, Meini, hey, Meini, hey, Meini, hey! Hey! Nimm tut deine klebrigen Klebrigkeiten von meinem Auto weg. Was machst du denn hier überhaupt? Tja, also ich und Stefanie, wir wollten dich fragen, ob du in Lazy Town ein Lieblingslied hast. Das schreibt sie dann nämlich in ihr Tagebuch. Oh, tja, mal überlegen. Ja, denk nach. Welches ist es? Es ist meins. Hä? Mein Lied. Und welches ist es? Es ist meins. Das weiß ich doch, aber welches? Meins. Das Lied? Ja, genau. Es ist deins? Ja. Nein, es ist meins. Oh, ich kapier das nicht. Mein Lieblingslied heißt, dass es ist meins Lied. Das. Sigi. Ist meins. Das Schild am Zaun hier ist meins. Der Luftballon, auch dies Chanson. All das ist meins, meins, meins. Siggis Zeug ist meins. Das Lied der Vögel ist meins. Die Straße hier, die Schuhe von dir. Doch, doch, das alles ist meins. All das gehört nur mir. Sehen und staunen dürft ihr. Jedes Dinglein hier. Ich beschütze es, denn ich besitze es. Ja, alles, das ist meins. Und dieses Instrumentalsolo ist auch meins. Hm. Auch Boden und Decke sind meins. Was ihr fühlt, das ist meins. Genauso ist es und ihr alle wisst es. Ja, alles hier ist meins. Ich sag's nochmal, es ist meins. Hey, ich hab Post. Die Kinder wollen mich sehen. Was die wohl wieder wollen? Stefanie, ich habe deinen Brief erhalten. Was liegt an? Nun ja, die Kinder und ich wollten dich fragen, was in Lazy Town dein Lieblingslied ist. Ich finde alle Lieder schön, die wir hier singen. Aber ein Lied gibt es schon, das mir wirklich sehr gut gefällt. Oh, gib mir einen Tipp und dann rate ich. In dem Lied macht man was 20 Mal nach links und 20 Mal nach rechts. Putz deine Zähne, das 20-Mal-Lied. Erraten. Gib dir mal Zeit, dich zu bewegen. 20 Mal, das gelingt dir
losgelegt. Ja. Weißt du was? Eigentlich sollte ich noch jemanden nach seinen Lieblingsliedern fragen. Na bitte, es wird auch Zeit. Weißt du, Santa habe ich vergessen. Nein, falsch. Was ist mit mir? Wen du vergessen hast, bin ich. Hallo, ja? Wieso fragst du sie nicht einfach? Ja, das ist eine klasse Idee. Bis später. Alles klar, Stefanie. Viel Glück. Santa, was? Sie haben doch sicher ein Lieblingslied, oder? Oh ja, selbstverständlich habe ich das. Ich habe es einst für deinen gut aussehenden Onkel gesungen. Ah ja. Klug und schlau, keiner kennt ihn genau. Er ist ein geheimer Held. Mit Sprechfunk im Schuh, ein Spion hat nie Ruh. Er ist ein geheimer Held. Wenn du glaubst, gleich setzt du ihn scharmant, merkst du, dass er längst gewonnen hat. Peng, Peng, er ist nicht zu fassen. Peng, Peng, der Meister aller Klassen. Alles sieht er, keine Miene verzieht er. Er bleibt Peng, Peng, ganz gelassen. Tricks, ohne die läuft fast nix, das weiß ich. Ein geheimer Kind. Retter der Welt, für Frauen ein Held, das ist ein geheimer Kind. Eine wundervolle Stimme. Oh ja, richtig toll. Danke, zu freundlich. So eine Bande von egoistischen Kleinstadt-Trotteln. Alle denken sie nur an sich selbst. Und keiner denkt mal an mich. Es gibt so viele tolle Lieder in Lazytown. Hey, Freddy. Freddy! Nein, hier ist niemand! Ach, lass doch den Quatsch! Hör mal, ich wollte dich fragen, welches Lied du in Lazytown wirklich gerne hörst. Nein, jetzt will ich nicht mehr! Es ist zu spät! Oh, bitte! Nun ja, da wäre ein Lied. Ein Piratenlied. Ja, hört, tretet ihn bei! Riesigen Spaß macht die Seeräuberei! Tut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei! Wir seid Piraten! Und du ein Pirapagei! Ja! Wir haben den Plan! Er wird uns zu der Truhe führen! Los, wo sie aussteckt! Bestimmt sind wir bald da! Wir graben sie aus! Sie aus! Ich kann schon fast die Beute spüren! Wir öffnen das Schloss und rufen laut Hurra! Flagge gehisst! Ihr seid Piraten! Wir segeln weit weg! Okay. Das Abenteuer reizt uns sehr! So fahren wir übers Meer! Und rennen übers Deck! Ja. Rau ist unsere Art! Ja. Und gehen wir irgendwo vor Anker, bleiben wir nicht lang! Oh und weiter geht die Fahrt! Hey, was? Land ahoi! Ja, halt, Fiedel die Bei! Riesigen Spaß macht die Seeräuberei! Gut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei! Wir seid Piraten! Yo, ho, Blase der Wind! Immer euch vor sich her! Oben der Himmel und unten!
Piraten das Meer. Ihr seid Piraten. Ihr seid Piraten. Oh, Stefanie. Ja? Wie war's denn? Oh, Spitze, alle Lieder waren toll. Das höre ich gern. Aber es gibt ein Lied, das wirklich alle klasse finden. Oh, welches denn? Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Dieses Gehüpfe kann doch wirklich jeder. Ach Gottchen, heute hat Senta Senfta zu Geburtstag und ich weiß einfach nicht, was ich ihr schenken soll. Oh. Kinder, könntet ihr eure Lautstärke reduzieren? Seid leise, ja? Entschuldige, Onkel Meinhard, wir haben gerade so tolle Musik gehört. Ach, und mir geht so viel im Kopf herum, weißt du? Sentas Geburtstagsgeschenk. Oh, ja. Na ja, mach es bloß nicht so wie letztes Jahr, sonst spricht Senta nie wieder mit dir. Oh, erinnere mich nur nicht daran. Liebe Senta, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sonnenblumen? Ich bin allergisch gegen Sonnenblumen. Hallo, Onkel Meinhard. Ach, du bist es, Stefanie. Senta hat dir doch dieses Buch gegeben, damit du auf Ideen für ihr Geschenk kommst. Also lass es uns ansehen. Ach Gottchen, das ist ja ein dickes Buch. Och nein, viel zu teuer. Okay. Och nein, viel zu zerbrechlich. Ja, gut. Huch, ja, das ist eine wunderbare Idee. Aber ich bin leider viel zu nervös, um einen Kuchen zu backen. Ach, irgendwie ist alles noch schlimmer als letztes Jahr. Keine Sorge, Onkel Meinhard. Wir nehmen die Sache in die Hand, oder, Freunde? Hallo. Hallo. Ja. Programm Konditor 1.0 wird gestartet. Backdaten laden. Ich sag dir, dein Kuchen ist ruckzuck fertig. Wir kommen voran. Schritt 1 ist getan. Kuchen gebacken. Analyse? Noch nicht dekoriert. Nein, geh bloß weg da. Das ist mein Kuchen. Lass die Finger weg. Hast du sie noch alle? Guckt euch das an. Ich habe jede Menge süße Zutaten. Oh. Na? Ja, nicht schlecht. Feststellung nach Scan? Braucht Schlagsahne. Ja, eindeutig. Gib her. Nein, ich will die doch da draufstecken. Als Dekoration, weißt du? Was machst du denn mit dem Ding? Gib das her. Hey. Das ist meins. Und das ist auch meins. Das? Hör auf damit. Siggi. Cool. Das her. Hey, das ist ja abgefahren. Toll. Ja. Was ist denn hier los? Das ist meins! Oh, da hat jemand ein Problem. Oh, Sportakus, sie machen eine Tortenschlacht. Ich glaube, sie haben zu viel Zucker gegessen. Ja, sie haben recht, zu viel Zucker. Okay.
Stopp! Hä? Mit Essen spielt man nicht und wirft's auch niemand ins Gesicht. Entschuldigung, Spartacus. Guck mal, wir haben diesen ganz tollen Kuchen für Senta gemacht. Oh, nun wird Senta Senf dazu endgültig nie wieder mit mir reden. Oh. Tja, da werdet ihr wohl noch mal von vorne anfangen müssen. Meinst du? Ich mach jedenfalls mal diese tollen Lollipops weg. Vielleicht brauche ich die noch. Siggi, aber nicht alle auf einmal, ja? Ja, in Ordnung. Viel Glück. Danke, Spartacus. Danke sehr. Aber nicht aufgeben. Hm? Okay. Tschüss. Leiter! Jetzt backen wir den Kuchen. Eine Marzipansahne-Schokoladentorte. Nee. Wieso soll ich backen, wenn ich auch einfach klauen kann? Ich meine geklaut. Schmeckt besser. Das weiß doch jeder. Auf die Art und Weise werde ich auch gleich diesen beknackten Spartacus los. Jetzt wird getarnt, getrickst und getäuscht. Zu heftig. Oh. Zu kräftig. Oh, ho, 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 ho. Zu deftig. Oh, zu prächtig. Aha, ein Detektiv. Perfekt. Ich esse Ihnen den Kuchen weg und trickse es irgendwie so hin, dass alle glauben, dass Spartacus es getan hat. Perfekt! Oh, zeig her! Oh! Wow. Wunderbar! Auch Sentas Geburtstagskuchen kann geladen und gegessen werden. Oh, Senta Senf dazu wird sich ganz bestimmt freuen. Ruf sie an! Überrasche sie! Ja! Und dann kommt sie hierher und wir können endlich diesen super tollen Kuchen essen. Mhm. Rufen Sie an, rufen Sie an. Jetzt sofort? Ja. Vielleicht ist sie auch gegen Kuchen allergisch. So ein Quatsch, nun mach schon, ruf sie an. Genau. Ja, auf zum Telefon. Ja, los.
Hallo, hallo. Tja, sie ist gar nicht zu Hause. Vielleicht wählst du zuerst ihre Nummer, oder? Oh, ja, stimmt, natürlich. 516, da. Und los geht's. Oh. Hallo? Hallo, Senta Senf dazu. Hier ist Meinhard. Meinhard meint's gut. Ach, ja. Ja, der Bürgermeister. Ach, Sie sind's? Ja, ich hab mir überlegt, ob Sie und ich vielleicht Ja, also wie gesagt, wir können ja, also wir können wohin soll ich dich einladen? Nein, du sollst sie einladen. Ach, ich hasse Sonnenblumen. Ach Gottchen, hallo. Ich würde Sie gerne einladen. Ich habe eine drastische und üble Nachricht. Was? Eine üble Nachricht? Nicht doch. Nichts Drastisches, nichts Übles. Eine fantastische Überraschung. Ja, also bitte kommen Sie vorbei, sobald Sie können. Ja. Bis dann. Gut, ich bin gleich bei Ihnen. Schön. Eine Party. Ach, meine Lieben, mein Magen tanzt Cha-Cha-Cha. Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie einfach cool. Ach, ein herrlicher Tag ist heute. Hey, sie kommt. Los, bereitet alles vor. Aha. Okay, los geht's. Sie kommt gleich. Oh. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, Sie wunderbarer Mann. Ich habe eine Überraschung für Sie, Senta Senf dazu. Eine sehr leckere. Da zucken mir ja die Zähne. Ja, dieses Jahr gibt's keine Sonnenblumen, sondern... Happy Birthday! Was ist passiert? Diggi, zeig mir mal deinen Mund. Ich hab ihn nicht gegessen. Wieder ein Geburtstag. Ruiniert. Wo kann er bloß sein? Wir müssen ihn finden, unbedingt. Ein Kuchen wurde geklaut. Backwerksbanditen am Werk. Wer sind Sie denn? Aha! Ich bin Sherlock Schaumschläger-Detektiv. Was? Der erste Schritt, um diese schreckliche Tat aufzuklären, ist die Suche nach Resten des Kuchens. Ja, genau. Folgt mir unauffällig. Okay, das machen wir. Wir kommen. Sie und den Kuchen. Willst du nicht mitkommen? Ich komm gleich nach. Du! Du mit der albernen Mütze, zeig mir deine Hände. Zuckerguss! Aha! Zuckerguss? Hände hoch, du übler Kuchendieb, du! Ich würde sagen, iss Apfel! Ich esse doch gar keinen Zuckerguss. Und was ist das? Fingerfarbe? Also, ich kenne Zuckerguss und das ist welcher, eindeutig! Aha! Es gab noch nie einen Kuchendieb in Lazy Town. Aha! Ja, gar nicht wehgetan. Die Verhandlung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter Mainzgut hat den Vorsitz. Wie jetzt? Es ist doch so, dass dich keiner gesehen hat, wie du den Kuchen nicht geklaut hast. Ja, wie kann denn jemand sehen, wie ich etwas nicht tue? So, du gibst also zu, dass dich keiner beobachtet hat, wie du es getan hast. Was? Ich meine... Greifst du, was er will? Nein. Der Fall dürfte klar sein. Der Bürgermeister fällt doch nicht darauf rein, oder? Verdecken Sie Ihr rechtes Auge und lesen Sie das. Ach Gottchen, Sportakus ist Schultag. Kapier ich nicht. Wie war das? Das war nicht verständlich. Lesen Sie es erneut. Sportakus ist schuldig. Danke sehr, danke, vielen Dank. Und schuldige Verbrecher gehören ins Gefängnis. Ach, wirklich? Nein! Aber wir haben kein Gefängnis in Lazy Town. Ach ja, das glauben auch nur Sie. Hm? Was macht er da? Wer ist dieser Detektiv überhaupt? Ja! Sieh an!
rein, mein Freund. Was macht er? Detektiv, willst du die Tür nicht verschließen? Ihr Kuchendiebe, ihr seid doch alle gleich, ihr Verbrecher, ihr. Ach, was ist das nur für ein Tag? Spartacus sitzt im Gefängnis und wir müssen gleich 2 Kuchen für Senta Senf dazus Geburtstag machen. Ach, ich muss mich erst mal hinsetzen. Mach ich das mal. Hoffentlich freut sich Senta wenigstens über den Kuchen. Ach ja. Es ist schon komisch zu sehen, wie Spartacus so hinter Gittern sitzt. Ich find's schon komisch, dass Spartacus überhaupt mal sitzt. Ja, finde ich auch. Also, wenn ihr mich fragt, ich finde das auch ganz schön komisch irgendwie. Siggi, nimm mal das Bonbon aus dem Mund. Entschuldigung, aber wenn ich nervös bin, brauche ich halt was Süßes. Du isst doch ständig was Süßes. Das stimmt. Ich esse ständig was Süßes. Süßigkeiten, jetzt weiß ich's. Spartacus verliert doch seine ganze Energie, wenn er was Süßes isst. Ja, dann kriegt er einen Zusammenbruch und wird ganz schwach und so. Und was macht er jetzt gerade? Zielperson erfasst. Details, Zielperson macht gerade Fitnessübungen. Oh, das heißt kein Zusammenbruch. Und das heißt kein Zucker. Und das heißt, ja, was heißt das? Das heißt, er hat den Kuchen nicht gegessen. Ja! Aber wenn er es nicht war, wer war es dann? Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir spielen Detektiv. Ja! Oh ja, oh ja, lass uns anfangen. Da ist eine Spur. Ein Fußabdruck. Wow, die sehen genauso aus wie die auf dem Kuchen. Ein Stück von dem Kuchen. Hä? Au! Was war das? Au! Ein Lollipop. Oh, schon wieder einer. Falls ich träume, weck mich nicht auf. All die ganzen Lollipops und die Mütze. Er hat den Kuchen geklaut. Wisst ihr was? 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 Du hast eine Menge Zucker gegessen. Ja. Ich meine nein. Der Detektiv, er hat den Kuchen geklaut. Guckt euch das an. Lollipops von dem Kuchen. Datenupdate. Spartacus ist unschuldig. Dann soll er auch nicht im Gefängnis sitzen. Genau. Ziel anvisiert. Aufgabe, diesen Schlüssel holen. Ja! Ja. Stephanie, befestige die Antenne an Meinis Auto. Okay. Was? Wow. Was macht ihr? Hey, Vorsicht! Siggi, das kann ich nicht mit ansehen. Mikrocontroller aktiviert. Hexe, pass auf mein Auto auf. Okay. Zu weit, stopp! Okay. Zurück, zurück, zurück! Rückwärtsgang? Okay, näher! Ich glaube, jetzt komme ich ran! Ja, okay. Weiter! Ja, schnapp ihn dir! Er greift nach dem Schlüssel! Schafft er's? Er ist schon fast dran! Er hat es nicht geschafft! Los, komm!
Piggy! Spartacus! Ich danke dir vielmals. Du kannst dich auf mich verlassen. Das weiß ich doch, Sigi. Ja. Da ist auch noch ein Kuchen. Tja, ich wüsste einen Kuchen, den wir ihm backen können. Ha. Okay, los, komm mit. Gut, gehen wir. Hat jemand Zeta Senf dazu gesehen? Oh, Spartacus, sind Sie aus dem Gefängnis ausgebrochen? Nein, die Kinder haben herausgefunden, wer den Geburtstagskuchen geklaut hat. Ja, das war der Detektiv. Ja, wir haben eine Überraschung für Senta und diesen Kuchenlangfinger da. Ja. Den erwischen wir so garantiert. Ja, ja, sehr schön. Na gut, dann los. Ja, auf geht's. Okay, ich stelle ihn genau hier hin. Wacht er auf? Ich glaube, ich riech was. Er fällt darauf ein. Es funktioniert. Ich dachte, ich hätte alles aufgegessen. Oh, ein... Ein Kuchen. Oh. Und noch so ein Teil. Ja, ist klar. Und noch mehr Kuchen. Und noch einer. Oh. Komm zu Vati. Ein Riesenkuchen. Oh. Der sieht aus wie Freddy Faulig. Das ist Freddy Faulig. Oh. Freddy Faulig. Oh nein. Freddy, das warst du, der den Kuchen geklaut hat. Genau. Nein, ich war's nicht. Aber dein Gesicht ist ganz voller Zucker. Ja, nicht zu übersehen. Oh, tatsächlich? Ja. Was geht denn hier vor sich? Was ist das? So, alles weg. Oh, mein Gesicht. Okay, nein, Senta Senf dazu. Bleiben Sie hier. Herr Bürgermeister. Ja, bitte? Oh ja, natürlich. Vergessen Sie nicht das Wichtigste. Danke sehr, Spartacus. Oh, Senta Senf dazu. Was? Ich... Geh dann wohl. Wiedersehen. Tschüss. Dieser Freddy Faulig. Dieser Freddy Faulig. Senta Senf dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Kuchen? Erlauben Sie sich einen Scherz mit mir? Ach, war doch nur ein Witz. Hier entlang. Ich habe eine Gabel. Was? Oder auch zwei.